Liebe Zuschauer, der DAX ist sehr freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Ein Plus von über 200 Punkten am Montagvormittag. Auch die US-Börsen sehr freundlich. In Asien überall grüne Vorzeichen. Und die Erleichterung, die herrscht wegen der Annäherung zwischen den USA und China im Handelskonflikt. Im Laufe des Tages sind die Kurse wieder etwas zusammengeschmolzen. Nichtsdestotrotz auch am Nachmittag noch ein dickes Plus am deutschen Aktienmarkt. Eben weil sich Xi und Trump quasi auf eine Art Waffenstillstand geeinigt haben. Das heißt, 90 Tage lang wird es keine weiteren Strafzölle auf chinesische Güter geben. Die Chinesen wiederum haben sich verpflichtet, mehr Güter aus den USA zu importieren und auch bei den Autozöllen möchten sie ihnen entgegenkommen. Das kommt am Parkett natürlich gut an. Dementsprechend die Kurse deutlich im Plus. Das ist natürlich ein Thema hier an der EUWAX. Das heißt natürlich sehr gute Umsätze heute in Produkten auf das deutsche Aktienbarometer. Aber auch die Fangaktien, die spielen natürlich eine große Rolle. Beispielsweise ein Call auf die Aktie von Amazon. Der wird weiterhin sehr rege gekauft. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir uns in der Vorweihnachtszeit befinden und die Hoffnungen auf das Weihnachtsgeschäft das Ganze so ein bisschen beflügeln. Anleger hoffen, dass es eben mehr als rund läuft und die Aktie, die er im Herbst auch durchaus gelitten hat, wieder Rückenwind bekommt. Dementsprechend ein Call weiterhin gesucht. Auch Apple ein Thema auf dem Parkett. Die Aktie hat ja in den letzten Wochen deutlich abgegeben. 196 Euro hatten wir im Herbst schon gesehen, ein neues Allzeithoch. Hier sind wir bei roundabout 160 Euro. Also da ging es doch zuletzt deutlich gen Süden, eben weil man befürchtet, dass die Nachfrage nach dem iPhone, nach den neuen Modellen nicht so hoch ausfällt wie zunächst angenommen. Produktionskürzungen stehen im Raum bzw. wurden auch schon angeordnet. Das alles kam nicht gut an. Die Aktie deutlich im Minus in den letzten Wochen. Heute ein kleines Plus. Es geht wieder etwas nach oben. Und die Anleger sehen da durchaus noch mehr Luft, dementsprechend Calls gesucht. Und kleine Randnotiz, Apple ist übrigens nicht mehr das teuerste Unternehmen der Welt, sondern wurde jetzt von Microsoft abgelöst. Ja, blicken wir noch auf die Termine, die dann am Dienstag für die Anleger spannend werden. Und das ist insbesondere natürlich quasi der kleine Autogipfel in Washington. Denn die Vertreter von Daimler, BMW und VW treffen sich mit Vertretern der amerikanischen Regierung. Und hier geht es auch um das Thema Strafzölle, das ja nach wie vor im Raum steht. Zölle in Höhe von 25%. Und das möchten die Autobauer aus dem Weg räumen und sich dementsprechend einigen. Also, wir werden am Dienstag die Autowerte besonders im Blick haben, die zum Wochenstart übrigens mit den guten Nachrichten aus Buenos Aires deutlich anziehen konnten, denn auch sie hoffen natürlich ganz klar auf eine Einigung und dass es keine Zölle gibt. Und da waren die Vorlagen vom Wochenende schon durchaus positiv. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Feierabend und sage bis Dienstagvormittag.